Es ist die Ruhe vor dem Sturm am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim. In wenigen Minuten werden hier die ersten Abiturprüfungen geschrieben. Biologie und Physik stehen auf dem Plan. Und das Ganze natürlich unter besonderen Corona-Bedingungen. Die Vorbereitungen sind einerseits wie jedes Jahr. Man muss Raumpläne erstellen, man muss Prüfungspläne erstellen, Aufsichten und so weiter. Was sich geändert hat, kurz vor den Ferien, waren, dass es neue Hygienevorgaben gab aus dem Ministerium. Das war recht kurzfristig. Im Hygienekonzept neu ist das Tragen einer Maske auch während der Prüfungszeit. Und auch der Mindestabstand zwischen den Prüflingen wurde auf 2 Meter vergrößert. Alle Ungeimpften oder nicht Genesenen müssen einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Dieser kann entweder durch eine offizielle Teststelle, unter Aufsicht zu Hause oder in der Schule durchgeführt werden. Aber dann recht früh, damit dann im Falle eines positiven Tests das nochmal ein Test durch eine offizielle amtliche Teststelle nochmal hätte nachgefügt werden können. Immerhin. Alle 20 Minuten kommt es zum Stoßlüften, bei dem die Prüflinge auch die Masken absetzen dürfen. Und sollte das Stoßlüften die Prüfungen stören, kann die Prüfungszeit laut rheinland-pfälzischem Bildungsministerium angemessen verlängert werden. Die Bilanz nach der ersten Prüfung fällt unter den Schülern gut aus. Bisschen schwer einzuschätzen, aber ich glaube mal, eigentlich ganz okay, denke ich. Man macht sich viel zu viel Druck, meiner Meinung nach, am Anfang. Ich war jetzt erleichtert, als ich es jetzt rum hatte. Ich habe mir schon Stress deswegen gemacht, aber im Endeffekt war es jetzt, es war in Ordnung. Ziemlich viel so bekommen, wie ich es erwartet habe tatsächlich. Doch, bin happy. In Anbetracht einer drohenden Omikron-Welle stellt sich trotzdem die Frage, was passiert, wenn es Omikron-Fälle an der Schule gibt? Ich muss jeden positiven Fall melden und Rücksprache mit dem Gesundheitsamt führen. Für das Abitur sicherlich, wenn das nochmal besondere Fälle, die dann auch mit dem Ministerium abgesprochen werden würden. Ich denke, wenn es nur ein Fall wäre, ja, kommt dieser eine Fall in Quarantäne, wenn sich das häufen würde, weiß ich nicht. Am Werner-Heisenberg-Gymnasium sind die Abiturprüfungen bis zum 19. Januar geplant. In Rheinland-Pfalz soll die letzte am 26. Januar stattfinden. Bis dahin hoffentlich mit positiven Ergebnissen und negativen Tests. Jetzt ist auch klar, dass Omikron die vorherrschende Virusvariante in Rheinland-Pfalz ist. Gestern wurde das für Baden-Württemberg schon bekannt. Über diese 5. Welle und die Schule hat sich Sophia Haag mit dem Hygieniker Dr. Georg-Christian Zinn unterhalten. In Rheinland-Pfalz läuft seit Montag wieder der Schulbetrieb in Präsenz. Und nächste Woche geht es dann auch wieder in Baden-Württemberg los. Herr Dr. Zinn, mit Blick auf die Maßnahmen, reichen die Test- und Maskenpflicht oder ist das wegen Omikron fahrlässig? Also ganz sicher ist es nicht fahrlässig. Und wir haben jetzt fast 2 Jahre Erfahrung in der Pandemie, auch ein halbes Jahr wirklich hinter uns, wo wir sehr erfolgreich den Präsenzunterricht garantieren konnten. Also ich glaube, die Maskenpflicht spielt eine ganz große Rolle, die Testpflicht spielt eine große Rolle. Und ich glaube, wenn wir da noch ein bisschen nachjustieren, wir werden auch bei Omikron was lernen, dann können wir den Präsenzunterricht garantieren weiterhin. Wenn die Zahlen des Robert-Koch-Instituts jetzt wieder verlässlicher werden, was sind denn mögliche Maßnahmen, die in den Schulen umgesetzt werden könnten? Ganz sicher werden wir mit der Quarantäne auch noch ein paar neue Aspekte haben. Wir haben ja im letzten halben Jahr auch schon einige Quarantänebeschränkungen aufgehoben. Ich glaube nicht, dass wir das bei Omikron groß verändern müssen. Was mir eher Gedanken macht, sind die Lehrer, dass wir wirklich genug Lehrer haben, um den Präsenzunterricht zu garantieren. Insofern müssen wir schauen, dass da auch die Maskenpflicht, die Testpflicht, vielleicht auch das Distanzieren in den Lehrerzimmern noch eine größere Rolle spielt. Aber eigentlich haben wir bewiesen, dass wir es auch mit der Delta-Variante, die schon sehr ansteckend ist, wirklich gut hingekriegt haben. Wie lautet denn Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage? Wie dramatisch ist diese und was könnte da noch auf uns zukommen? Ja, wir haben momentan wirklich den Blick in die anderen Länder, die uns zeigt, dass die Lage sich doch deutlich verschlechtern könnte. Wir sehen immens hohe Infektionszahlen, überall Rekorde. Frankreich 250.000 Neuinfizierte, das hatten wir bisher noch nie. USA 1 Million Infizierte an einem Tag. Ich hoffe nicht, dass es ganz so schlimm bei uns kommen wird. Wir müssen uns aber darauf einstellen. Wir haben ein bisschen Zeit gewonnen über Weihnachten. Wir sind etwa so 3 Wochen zum Beispiel hinter dem Infektionsgeschehen in Großbritannien.
kann, aber wir werden sehr hohe Inzidenzzahlen haben, die wir bisher noch nicht gekriegt haben, und werden schauen müssen, dass wir mit den Maßnahmen, die jetzt in der Ministerpräsidentenkonferenz oder in der Gesundheitsministerkonferenz beschlossen werden, das Infektionsgeschehen so abmildern, dass wir einen Normalbetrieb bei Feuerwehr, bei Polizei, in den Schulen und vor allen Dingen auch in den medizinischen Einrichtungen gewährleisten können. Braucht Deutschland denn vielleicht einen Stufenplan, um dann auf schnell steigende Infektionszahlen auch reagieren zu können? Und wie könnte dieser Stufenplan aussehen? Ja, wir haben ja schon teilweise Stufenpläne, die sich aber hauptsächlich an den Hospitalisierungsinzidenzen orientieren. Da muss man Gott sei Dank sagen, das ist ein kleines positives Aspekt bei der Omikron-Variante, dass nicht so viele Leute ins Krankenhaus kommen, aber dass viele Menschen infiziert sind. Es gibt eine Grenze bei 350er Inzidenz. Ich schätze mal, die wird relativ schnell gerissen. In Bremen haben wir schon eine 500er Inzidenz. Also ich glaube, dass wir mit Stufenplänen gar nicht hinterher nachkommen, sondern wir müssen jetzt eigentlich schon die Maßnahmen scharf schalten, um die Infektionswelle so weit es geht auszubremsen. Aktuelle Einschätzung von Dr. Zinn. Dankeschön. Sehr gerne.